Info 24. Es ist 6 Uhr. Das News vom Tag. Schlussspurt im Kampf ums Stadtpräsidium. Masterplan zum Bankgeheimnis ausgearbeitet. Vermisste Lucie jetzt auch europaweit ausgeschrieben. Das Wetter ist leicht bewölkt bei 5 Grad. Anna-Tina Hess. Zürich, Schlussspurt im Stadtpräsidiumswahlkampf eingeläutet. Heute Vormittag ist die SP-Kandidatin Corinne Mauch auf dem Franklin-Platz in Oerlikon auf Stimmenfang gegangen. Dabei wurde sie von SP-Schweiz-Präsident Christian Löwra unterstützt. Die Mutterpartei stellte damit unter Beweis, wie wichtig das Zürcher Stadtpräsidium für die SP ist. Corinne Mauch zeigte sich erfreut über die Unterstützung des Parteipräsidenten, wie sie in einem Radio 24-Interview erklärte. Als Favoritin für den zweiten Wahlgang vom 29. März hat sich Mauch heute Morgen nicht gesehen. Wir müssen auch unsere Leute mobilisieren. Die müssen dann halt wirklich auch noch einmal stimmen. Und das kann man wirklich nicht sagen. Das wird sich am 29. März entscheiden. Es ist jetzt auch sehr schön. Vorgestern haben wir eine Veranstaltung gehabt, da sind wir im Schneegestöber gestanden. Es ist von dem her wirklich eine Freude heute Morgen. Auch FDP-Stadträtin Katrin Martelli hat heute den Schlussspurt des Stadtpräsidiumswahlkampfes eingeläutet. Am Limmatplatz hat sie sich am Vormittag mit potenziellen Wählerinnen und Wählern über verschiedene Themen unterhalten.